Am Tag der Arbeit konnten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal Seele und Füße baumeln lassen, um das Familienfest 2016 auf Thüringens größtem Freizeit- und Erlebnispark, den Possen, zu feiern. Knapp 2000 Mitarbeiter, Familienangehörige und Freunde von der Feuerfamilie waren bei strahlendem Sonnenschein gekommen, um mit Spaß und guter Laune das bunt zusammengestellte Programm und die tollen Aktivitäten und Attraktionen zu genießen. Dass die Mitarbeiter von Feuer zielsicher sind, wurde beim Bogenschießen und beim Axtwerfen unter Beweis gestellt und zwischendurch sorgten die Physikanten für Erstaunen bei den großen und kleinen Gästen. Dass der Name Feuer immer Programm ist, das zeigen die Flying Fire Boys mit einer spektakulären Show. Marcel Haupt, der Projektbearbeiter Qualitätsmanagement, sagt: Man arbeitet bei Feuer und da weiß ganz Nordhausen, was damit gemeint ist. Und was gemeint war, wussten einige Mitarbeiter schon vor mehr als 10 Jahren, welche heute für ihren Einsatz und natürlich für die lange Betriebszugehörigkeit von der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat geehrt wurden. Unser Geschäftsführer Oliver Wimmann gab einen kleinen Ausblick auf die nächsten Ehrungen. Dann vielen Dank für 10 Jahre Mitarbeit und alle die, die heute nicht dabei waren, weil sie erst 9 Jahre sind. Freut euch aufs nächste Mal. Da werden die nächsten Urkunden verliehen und dann steht ihr mit auf der Bühne hier. Und wir freuen uns drauf, euch dann hier begrüßen zu dürfen. Eine kurze Pause bei den Quad-, Segway- und E-Bike-Touren wurde sich nur gegönnt, um ein Los für die Tombola, die mit tollen Preisen bestückt war, zu erwischen. Mit der musikalischen Unterhaltung von der Little Big Band aus Sondershausen ging es dann weiter zum Rennsimulator, Slot-Kabahn oder Reaktionswand, um dann den Tag bei einem leckeren Eis oder einem kalten Bier ausklingen zu lassen. Feuer Powertrain bedankt sich bei dem Gastronomie-Team des Possens, bei der Eventagentur Unit aus Bennigenstein und bei allen Künstlern.